Die Krefeld-Pinguine trainieren auch ohne Eis fleißig für die nächste Saison. Auf der Anlage der Kollegen vom Feldhockey wird an den körperlichen Grundlagen gefeilt. Co-Trainer Rem Püker ist mit dem Engagement seiner Jungs zufrieden. Der ein oder andere junge Spieler hat sich auf jeden Fall schon sehr viel weiterentwickelt. Auch natürlich durch die Doppelbelastung, die trainieren auch noch abends nochmal extra. Aber die machen ziehen sehr gut mit und bin sehr zufrieden. Nationalspieler Sinan Aktak hatte nach der letzten Saison mit der Eishockey-Weltmeisterschaft noch ein persönliches Highlight. Die erste Weltmeisterschaft und spielst du gegen die besten Spieler der Welt. Also ich war als 8. Verteidiger geplant, habe dann 4 Spiele gespielt. Ein bisschen wenig, aber trotzdem. Ist ja die erste WM, aber ich sehe es positiv, gute Erfahrung. Und ich hoffe, die nächste WM ist da bin ich auch dabei. Wie sind deine Eindrücke vom Sommertraining? Fehlt dir das Eis schon unter den Kufen oder ist das mal eine gute Abwechslung? Ja, also nach der WM hatte ich auf jeden Fall keine Lust mehr. Also da musste man ein bisschen Abstand halten. Aber jetzt, nach einem Monat, will man wieder Eis haben. Also ist eh nicht mehr so lange jetzt bis zum Eis wieder. Also einen Monat nur noch. Ja, und da heißt es jetzt nur noch trainieren und dann geht's los. Was hast du dir für die kommende Saison persönlich für Ziele gesetzt und auch für die Mannschaft? Ja, also erstmal, dass wir mindestens die Pre-Playoffs erreichen, weil letztes Jahr haben wir es nicht geschafft und es muss unser Ziel sein. Also wir dürfen nicht unten mitspielen und ja, persönlich natürlich auch erfolgreich wieder mit der Nationalmannschaft weiterspielen. Aber da spiele ich nur, wenn ich mit der Mannschaft erfolgreich bin und das ist das wichtigste Ziel, also mit der Mannschaft erfolgreich zu sein.